Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es Dr. Pepper als Special Edition in der blauen Dose. Dr. Pepper Dark Berry. Das ist sogar mit Zucker, wie ihr anhand der Kalorien wahrscheinlich schon geahnt habt. 160 Kalorien hat hier eine Dose und ist eine Special Edition mit Spider-Man bzw. im Spider-Man Far From Home Look. Wie cool ist das denn? Diese blaue Dose kann ich euch heute vorstellen, dank meinem blaue Getränke-Dealer Nummer 1, muss ich sagen. Ich habe nämlich schon mal ein blaues Getränk von euch zugeschickt bekommen, nämlich von Tim damals, von Tim auf Instagram. Und diese blaue Dose stammt auch wieder von Tim auf Instagram. Vielen lieben Dank, Tim. Ich bin echt so dankbar, dass du auch so coole Sachen entdeckst und ich die testen darf. Da bin ich echt sehr, sehr dankbar für. Dr. Pepper Dark Berry. Blau sieht ziemlich geil aus, die Dose, oder? Wie schick ist denn diese Dose, ihr Lieben? Im Hintergrund ist irgend so ein Vieh drauf. Wir hätten wahrscheinlich alle ganz gerne Tom Holland auf der Dose gehabt, oder? Den Spider-Man. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr gerne den Spider-Man auch lieber auf der Dose gehabt hättet, als dieses blaue Endgegner, Monster oder was immer das auch sein mag, wandelndes Aquarium, ich habe keine Ahnung. Aber gleich haben wir zusammen eine Ahnung, wie Dr. Pepper Dark Berry schmecken wird. So, ich habe immer das Bedürfnis, jetzt die Dosen zu schütteln. Ich weiß auch nicht warum. Und natürlich, riecht schon mal lecker, ihr Lieben. Pepsi Blue damals war gar nicht so geil, aber Dr. Pepper geht eigentlich immer. Und wofür ist Dr. Pepper bekannt? Für seinen richtig krassen, geilen Kirschgeschmack. Also es gibt keinen geileren, künstlichen Kirschgeschmack, finde ich. Aber vielleicht ist er auch natürlich, ich weiß es nicht, als wie den von Dr. Pepper, finde ich. Und es riecht auch total. Ist dieser typische, mega geile Dr. Pepper-Geruch. Schmeckt so ein bisschen wie damals Huba Buba Kirschkaugummi früher. Dark Berry. Ich finde, es schmeckt wie Dr. Pepper. Was ist denn jetzt der Unterschied eigentlich? Es schmeckt wie Dr. Pepper. Richtig geil. Ich finde ja, dass das amerikanische Dr. Pepper noch ein bisschen krasser schmeckt als das deutsche. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Wasser, Fructose, Sirup, Caramel Color, Natural Artificial Flavors und so weiter und so fort. Ich mache mal gleich ein Foto von. Aha. Hier haben wir auch ein bisschen Koffein, kann es auch enthalten. Okay. Aber keine Ahnung, was jetzt hier dran so ein bisschen anders schmecken soll. Ich hätte jetzt gedacht, es ist ein blaues Dr. Pepper mit einem total durchgeknallten Beerengeschmack. Vielleicht ist es eine Nuance anders, aber ich glaube, in der Blindverkostung hätte ich gesagt, Dr. Pepper, ganz klar, schmecke ich heraus. Aber was anderes? Was anderes schmecke ich gar nicht. Es schmeckt wie Dr. Pepper. Dr. Pepper schmeckt geil, geschmacklich ist es super. Eine Limited Edition, die nicht unbedingt meinen geschmacklichen Horizont erweitert hat. Deswegen, wer es nicht trinkt und nicht bekommt, irgendwo im Online-Shop, im Internet oder in Holland und England als Importprodukt, der hat auch nichts verpasst, ihr Lieben. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo ich eigentlich Dr. Pepper bei einer 9 immer sehe als Getränk, bekommt das aber immerhin noch 8 Punkte, weil es immerhin lecker wie Dr. Pepper schmeckt, ihr Lieben. Wie gesagt, Original 9 Punkte, die Limited Edition 8 Punkte, aber nur, weil sie wie Dr. Pepper schmeckt. Und sonst schmeckt sie nach nichts anderem. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video.